Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark im Story-Modus. In der letzten Folge waren wir ja am Tunnel und haben den Gefängnisbus gesehen und sind dann zurückgehetzt mit Wölfen im Schlepptau. Dementsprechend sind wir gerade dabei zu verbluten. Und ich glaube, da kümmern wir uns als erstes mal drum. Infektionsrisiko. Ach ja, genau. Wartet mal, das macht man ja von hier aus. Okay. Anwenden. So. Gut. Dann haben wir noch irgendwas. Need some first aid. Ja, ich bin auch schon dabei, Will. Kein Stress. So. Gut, verstauchtes Handgelenk, da können wir 2 Stunden Haier machen. Oder aber wir nutzen tatsächlich mal Schmerzmittel. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, ohne Ende, ne? Guck mal. Ja, komm. Dann nehmen wir doch jetzt einfach mal Schmerzmittelchen. Perfekt. Uns geht's gut, aber wir sind jetzt müde. Vielleicht sollten wir uns mal einen Kaffee machen. Ich glaube, das ist eine Idee. Und ganz, ganz wichtig, ich habe mal wieder festgestellt, wie blind ich doch bin. Guckt mal, hier steht die Suppe. Ja, hätte ich auch eher sehen können. Egal. Wir nehmen die jetzt und essen die mal. Das funktioniert ja perfekt hier. Ich würde mal ganz gerne eben einen Kaffee kochen. Weil der Will, ne, wir haben Mittag und der Will, der macht schon schlapp. Andererseits sollten wir vielleicht wirklich schlafen gehen, weil wir kaum noch Lebenspunkte haben und ja, draußen ist es sehr gefährlich aktuell. Aber wir wollten ja erstmal mit der grauen Mutter sprechen. Und das tun wir jetzt auch mal eben. So, Story. Okay, sie möchte auch ausruhen. Na toll. Ah, hätten wir uns alle sparen können mit dem Kaffee und dem ganzen Kram. Aber egal. Dann machen wir mal trotzdem jetzt 2 Stündchen Haier. Vielleicht reicht das der grauen Mutter ja schon. Und ich glaube, wir müssten auch mal nach unserer Kleidung gucken. So. Ne, ich jetzt immer noch ausruhen. Okay, da muss sie immer noch ausruhen. Vielleicht ist das auch, dass wir den Tag durchschlafen müssen. Ich weiß es gar nicht. Was wollte ich denn jetzt? Ach so. Einmal hier gucken, ob wir irgendwas ganz, ganz, ganz arg beschädigt haben. Na, die Handschuhe gehen ja tatsächlich. Und wir könnten eigentlich mal die Kleidungsstücke, die wir jetzt momentan übrig haben, zur Bank bringen. Nur, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst rauszugehen. Zumal ich ehrlich gesagt auch erstmal gerne mit der grauen Mutter sprechen wollen würde. Hm, was machen wir? Wie machen wir es? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir machen es tatsächlich so, dass wir einmal die Nacht durchheiern. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, bis sie mit uns spricht. Wartet mal. Können wir nicht irgendwas reparieren? 89%. Ich meine, das ist ja noch ein bisschen was. Ne? So ist es ja jetzt nicht. Wir schärfen das mal kurz. So. Gut. 5%. Eine Sache können wir damit noch schärfen. Auch nicht so pralle. Okay. Ja, dann verschwendete Zeit, aber was soll man denn machen? Wir könnten ja, wie gesagt, draußen rumtingeln, aber wie viele Wölfe waren das? 2 in Milton und 2 an der Tankstelle. Also wenn wir Pech haben, sogar 4 auf einen Haufen. Ja. Das möchte ich nicht unbedingt riskieren. Vor allen Dingen, wenn wir dann noch anfangen zu bluten oder so, weil uns der Erste angreift, dann kann das sehr schnell sein, dass die anderen auch alle angerannt kommen, weil die uns ja riechen. Mitten in der Nacht, ein bisschen schlafen. Ich weiß gar nicht, ob die uns jetzt, der Will jetzt schlafen kann. Doch, er kann schlafen. Gut.
Vielleicht hat die graue Mutter ja ein neues Süppchen gekocht. Was ich dann diesmal auch sehe. Wir gucken mal. Wenn ich mich denn nicht... Ich muss jetzt tatsächlich unser Lämpchen zücken, weil ich habe mich auf der Treppe verlaufen. Ah, wie schön, dass ich gar nicht auf der Treppe bin. Okay. Oh, wartet mal. Kann ich denn... Oh. Hier habe ich ja noch gar nicht gelünkert, ne? Aber ja gut, wir können ja hier eh nichts stibitzen. Ah, an die Toilette dürfen wir gehen. Nehmen wir direkt mal alles. Und die hat immer eine schöne Badewanne. Also, eine schöne Farbe. Das gefällt mir. Die graue Mutter hat Geschmack. So. Vielleicht redet sie ja jetzt mit uns, aber es gibt kein neues Süppchen. Schade. Gut, haben wir denn irgendwas zu essen dabei? Oh, wir haben die Ein-Mann-Packung, ne? Ja, das ist natürlich schon... Aber hier, guck mal, wir haben ja Rohrkolbenstängel. So. I can't be here anymore. My friend is out there and she needs my help. Please. Tell me how to find her, and I'll do whatever I can to help you get out of here. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. On the other side of town, there's a farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank. And bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait, farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go. Okay. Ja, dann fragen wir sie mal hier. Du wirkst abgelenkt. Müde. Geht es dir gut? Ich bin alt. Manchmal schweifen meine Gedanken ab, Fremder. Reisen zu fernen Orten und anderen Zeiten. Ich denke an sie, so kalt und einsam. Sprichst du von meiner Freundin? Sie hätten ihr helfen sollen. Sie war da, am Bus. Da bin ich mir sicher. Hast du das Gefühl, dass sie dort vorbeigekommen ist? Ich glaube, sie hat mir ein Zeichen hinterlassen. Ein Wort. Ausdauer. Merkwürdig. Warum sollte sie so etwas schreiben? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte sie mich wissen lassen, dass sie nicht aufgibt? Oder dich daran erinnern, es nicht zu tun? Da muss noch mehr dahinter stecken. Warum? Weil du ihr so wichtig bist? Nein, weil sie es mit ihrem eigenen Blut geschrieben hat. Ganz im Norden gibt es eine Stadt namens Ausdauermühle. Okay. Vielleicht wollte sie dir den Weg zeigen. Ausdauermühle. Wie komme ich dahin? Es gibt keinen Weg. Vielleicht mit dem Auto, aber zu Fuß? Zumindest keinen Weg, den die graue Mutter kennt. Dann noch der Bauernhof. Du hast einen Bauernhof erwähnt. Ja, auf der anderen Seite der Stadt. Der alte Barker-Bauernhof. Barker? Ja, ein Lügner und ein Dieb. Okay. Du wirst schon sehen. Okay, Bank. Unser Hauptquartier ja quasi. Erzähle mir mehr über diese Bank. Pah! Eine Bank vom Festland.
Hat nie hierher gehört. Normalerweise sind Banken gut gesichert. Ich bezweifle, dass ich da reinkomme. Die Filiale wurde schon vor Jahren geschlossen. Der Zusammenbruch hat uns alles geraubt. Wie macht ihr das dann mit dem Geld? Einige von uns verwenden noch das alte Papier oder treiben Tauschhandel. Ich habe schon seit Jahren kein Papiergeld mehr gesehen. Bist du sicher, dass es in der Bank noch etwas von Wert gibt? Du stellst Fragen, statt nach den Antworten zu suchen. Und jetzt geh und beschaffe mir das Schließfach. Dann wird dir alles klar werden. Okay. Ja, dann haben wir das alles. Ich sehe, was ich finden kann. So. Ja, es ist morgens. Wir trinken einen Schluck. Wir zünden unsere Fackel. Also wir halten sie auf jeden Fall schon mal in der Hand, weil ich ahne, echt schrecklich ist. Wenn wir jetzt zum Bauernhof laufen, da sind bestimmt einen Haufen Wölfe. So. Kein Wolf. Mal eben vollstopfen hier. So. Na, viel ist es ja nicht mehr. Aber egal. So. Nehmen wir den noch mit. Was haben wir denn hier? Wie viel ist das denn? Ah, das ist nicht viel. Das können wir auch noch in uns reinstopfen. Da eventuell vor, einen so ein Ding als Köder mitzunehmen. Okay, der Wolf frisst. Oh je. Das, ja, wir sollten vielleicht lieber mit der Waffe laufen. Weil bei dem Wind, der hält ja keine Fackel lange an, ne? Das Gebiet hier ist so unübersichtlich. Hier kann wirklich hinter jedem Hügel kann ein Wolf stecken. Und ich merke auch schon wieder, wie mein Puls sich erhöht. Okay, da ist eine Brücke. Oh. Man sieht ja auch nicht gerade unbedingt weit, ne? Ich weiß gar nicht... Okay. Ich habe ja noch nie mit dieser Waffe geschossen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber ich vertraue dem Spiel hier mal. Das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass ich daneben schieße. Und das ist übrigens sehr wahrscheinlich... So. Naja, gut. Da hinten ist ein Wolf. Okay. Gut, dann laufen wir mal hier weiter. In der Hoffnung, dass der uns weder sieht noch hört. Und irgendwie habe ich das dumme Gefühl, der kommt in unsere Richtung. Haben wir irgendwas? Oh ja. Ja. Kein Wunder, dass der in unsere Richtung kommt. Bei dem ganzen Darmgedöns. Lassen wir einfach da liegen. Briefkasten. Leer. Gut. So. Bauernhof von Paradiesauen, okay. Wo ist denn hier der Eingang vom Bauernhof? Da vielleicht? Also was heißt Eingang? Also das Gebäude, das Hauptgebäude. Da läuft ein Hirsch. Und wieso zum Teufel läuft er in unsere Richtung? Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Truck seems to be dead. Engine won't even turn. Hm. Ah. Ein Schlüssel. Gut. Okay, wir stecken mal kurz die Waffe weg. Immer noch nichts hinter diesen Blenden gefunden. Okay.
Hier ist auch nichts. Can't feel my hands. Ja, Will, wir gehen ja jetzt auch ins Häuschen. So. The old lady said the key was here somewhere. Okay, also hier irgendwo ist der Schlüssel. Dann gucken wir uns doch mal um. Ich weiß gar nicht, brauchen wir nicht eigentlich auch Stoff? 4 Minuten. Na komm. So. Ein bisschen Stoff mitnehmen. Auch drauf kommen können, dass im Mülleimer nichts Schlüsselmäßiges zu finden ist. Guck mal hier, Socken. Brauchen wir nicht unbedingt, aber aufgrund der Tatsache, dass so viele Wölfe rumtingeln und wir der grauen Mutter so viel Hallo? Können wir das echt alles mitnehmen? Ich glaube, das machen wir aber nicht, oder? Wartet mal. Muss mal eben kurz gucken, wie viele Bücher wir denn schon wieder mit uns rumschleppen, weil ich glaube, das brauchen wir alles gar nicht. Die lassen wir mal hier. Wir sind eh schon überladen, mal wieder. So. Wo war ich denn jetzt schon wieder? Ich habe das schon wieder vergessen. Ach so. What have we here? Wir haben keinen Stoff. Und aufgrund der Tatsache, dass hier so viele... Oha! Dass hier so viele Wölfe rumrennen, kann das sehr gut sein, dass die uns unsere Kleidung kaputt machen. Dementsprechend hätte ich da natürlich gerne was... Was... Hope nobody needs this anymore. Also womit wir unsere Kleidung reparieren können. So, Wasser. Stromrechnung. Eine Stromrechnung, die du im Bauernhaus am Rande von Milton gefunden hast. Okay. Überfällig. Letzte Warnung. Sehr geehrter Herr Barker, Ihre Zahlungen an die Mainland Power Corp. sind jetzt deutlich verspätet. Ihr Kontosoll beträgt $1,256,45. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich der Klärung dieses Sachverhaltes zu kontaktieren, müssen wir Sie mit dieser dritten und letzten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sehen, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre gemietete Solarzelle Typ BK1 zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgeglichen haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass alle Zählermessungen durch unparteiische Drohnen durchgeführt werden, die von unserer Überwachungsstation auf der Große Bärinsel entsendet werden. Falls Sie Einspruch gegen die Messung erheben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner, den Sie laut unseren Unterlagen in Daten fehlen, finden. Mainland Power Corp. ist der führende Anbieter von stromnetzbasierten Diensten in der südlichen Region der Großer Bärinsel. Wir sind stolz auf unseren hervorragenden Kundenservice, der 3 Jahre in Folge mit der Moschusgrünen Servicemedaille ausgezeichnet wurde. Falls Sie eine Zahlung leisten oder Ihren Kontostand erfragen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit per Telefon, E-Mail, soziale Medien oder Drohnenpost an den unten angegebenen Kontakt. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Mainland Power Corp. Gut, nehmen wir mal mit. Ich hätte ja viel lieber den Schlüssel gefunden, ehrlich gesagt. Aber hier sieht das ja so unordentlich aus, alles. Da weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt finde. This stuff will come in handy. Eine Hagebutte im Mülleimer. Wer macht denn sowas? Oh, hier können wir uns auf jeden Fall wieder den Wanst vollstopfen, das ist gut.
aber keinen Schlüssel. Ich habe ja schon wieder die Befürchtung, dass ich einfach nur wieder blind bin und den hätte längst sehen können. Eine Notiz eines Nachbarn, die du im Bauernhaus vom Gebirgsstadt gefunden hast. Na toll, ich wollte die eigentlich auch vorlesen. Aber da habe ich falsch geklickt. Ist sie das? Das ist sie. Hallo Martin, wir haben Molly gefunden. Alice war sehr erleichtert. Vielen Dank, dass du uns bei der Suche geholfen hast. Anscheinend war ihr dieses Mal ein Wolf auf den Fersen. Seit dem Beben werden es immer mehr. Gibt eben nicht mehr so viele, die sie in Schach halten. Molly ist verletzt, aber sie wird es überleben. Sei vorsichtig. Die Wölfe könnten es auch auf deinen Hund abgesehen haben. Ich weiß, dass du Tiere liebst und niemals einen Wolf erschießen würdest. Aber sie sollen laute Geräusche hassen. Vielleicht kannst du dir mit einer Signalleuchte behelfen. Pass auf dich auf und besuche uns, sobald du kannst. Du sollst nicht zu viel Zeit alleine verbringen. John. Ja. Wölfe. This pack is getting kind of heavy. Ja, well, ich weiß. Aber wir müssen hier unbedingt diesen Schlüssel finden. Ich weiß gar nicht. Wir sind bestimmt gleich so voll beladen, dass wir nur ganz, ganz, ganz langsam zurücklaufen können. Und eigentlich, ich glaube, ich überziehe gerade schon. Aber ich möchte jetzt erst den Schlüssel finden, bevor ich die Folge beende. Geht ja gar nicht so. So. Kein Schlüssel. So. Aktentasche vielleicht hier? That'll come in handy. Natürlich nicht. Oha. I could use this. Immer noch nichts Tolles. Skijacke. Tja, also hier ist echt ein Haufen drin, außer. Oh. Ha! Bankschließfachschlüssel. Sehr schön, wir haben ihn gefunden. So, jetzt hole ich aber trotzdem zu Ende. Oder? Oh, noch eine Sturmlaterne. Die lassen wir mal hier stehen. Weil wir haben ja schon eine. Gut. Ja. In diesem Sinne, wir haben jetzt den Schlüssel gefunden. Juhu, ich war nicht blind. Und dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge in Richtung Bank begeben. Und die Schließfächer öffnen. Wobei ich glaube, einer fehlt noch, ne? War da nicht noch einer? Wir gucken mal in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann!